Athos, antwortete der Musketier. Aber das ist ja nicht der Name eines Menschen, sondern eines Berges, sagte der arme Beamte, der schon anfing, den Kopf zu verlieren. Na, was ist? Gehen wir spazieren? Ha? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Und ob? Das Wetter ist herrlich und wir haben ja nicht vor, das Matterhorn zu besteigen. Na gut. Nanu, was soll das werden, Herr Meier? Bis später, Fräulein. Aber... endlich wieder frische Luft. Nicht so schnell, Großvater. Ich komme ja kaum hinterher. Ich kann nichts dafür, Heidi. Diese Stadt ist so flach, dass ich doppelt so schnell laufe wie in den Bergen. Du hast doch schon viel bessere Laune. Sicher, wenn ich hier draußen sein kann, bin ich zufrieden. Es gibt nichts Besseres als die Natur. Caruso, bei Fuß. Komm raus da, nicht in den Schnee. Oh, dieser kleine Ausreißer. Caruso, bei Fuß. Komm endlich. Alfredo, würden Sie ihn bitte wieder einfangen? Das ist unmöglich. Was hast du denn? Stimmt was nicht, Großvater? Schluss jetzt, Caruso. Sei schön brav. Hörst du? Böser Hund. Großvater, warte! Lauf nicht so schnell! Wohin gehst du? Was hast du vor? Der Schlag hat sich wieder normalisiert. Aber das war äußerst unklug von Ihnen, Herr Meier. Ich wollte doch nur ein bisschen spazieren gehen. Ein Spaziergang ist das eine, um die Wette laufen etwas anderes. Das war absolut unverantwortlich in Ihrem Zustand. Glauben Sie ja nicht, dass er das nicht wüsste. Aber ich dachte wirklich, ich hätte einen Geist gesehen. Nun ja, Sie haben wohl eher halluziniert. Solche Nachwirkungen sind nicht ungewöhnlich nach einer Vollnarkose. Eine Halluzination? Ja, das wird es sein. Und was kann man dagegen machen, Herr Doktor? Tja, dein Großvater braucht dringend Ruhe. Ruhe und nochmals Ruhe. Die Operation war äußerst erfolgreich. Damit das so bleibt, nehmen Sie Ihre Genesung bitte nicht auf die leichte Schulter, Herr Meier. Ich komme in ein paar Tagen wieder vorbei. Guten Tag. Danke, Herr Doktor.